Der Geologische Garten liegt in Bochum-Wiemelhausen hinter dem Schulzentrum Wiemelhausen an der Querenburger Straße. Der Rundgang durch den rund 1,6 Hektar großen Lehrgarten führt an 17 Standorten vorbei, an denen die für die Region typischen drei Erdzeitalter, das Karbon, die Kreide und das Quartär, dargestellt sind. Die nicht bewachsenen Böschungen des Gartens zeigen deutlich unterschiedliche, schichtweise abgelagerte Materialien. In den unteren Schichten sind die etwa 300 Millionen Jahre alten Karbongesteine mit den für die industrielle Entwicklung des Ruhrgebietes so wichtigen eingeschalteten Kohleflöze zu sehen. Eine überregionale Seltenheit ist die sehr schön sichtbare Diskordanz der schräg geschichteten Gesteine aus der Karbonzeit und der darüber fast waagerecht liegenden, ca. 90 Millionen Jahre alten Sandsteine aus der Kreidezeit. Die jüngsten Ablagerungen im geologischen Garten sind nur etwa 100.000 Jahre alt. Auf den Wiesen liegen in Bochum gefundene Findlinge, Gneise und rote Granite, die während der Eiszeit mit den Eismassen von ihrem Entstehungsort Skandinavien nach Bochum gewandert sind. Das Gelände wurde bis zum Jahre 1959 als Ziegeleisteinbruch der Zeche Friederika genutzt. Nach der Schließung der Ziegelei wurde der Steinbruch aufgrund der Seltenheit der dort sichtbaren Strukturen und den typischen Gesteinen des Ruhrgebietes von der Stadt Bochum als Lehrgarten ausgebaut. Heute ist das Naturdenkmal ein Anziehungspunkt für Fachleute und naturwissenschaftlich interessierte Bürger. Der Lehrgarten ist ganzjährig kostenlos frei zugänglich. Alle Standorte sind mit Informationstafeln versehen. Eine ausführliche Broschüre, die den Rundgang durch den geologischen Garten beschreibt, ist kostenlos beim Umwelt- und Grünflächenamt der Stadt Bochum erhältlich oder kann als PDF-Datei von der Internetseite der Stadt Bochum heruntergeladen werden.